Ja, hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht's weiter mit der Videoreihe How to Kunstflug. Wir schauen uns den Turn näher an und damit geht es los. Viel Spaß! Beim Anflug an den Turn sollte man schon sehr gerade und ruhig in einer konstanten Geschwindigkeit und Höhe ankommen. Sich diese Höhe zu merken ist wichtig, denn hier solltet ihr später auch wieder ankommen, wenn der Turn fertig ist. Aus der Geraden heraus zieht ihr mit dem Höhenruder einen sauberen Viertel-Looping in die Vertikale. Dieser Radius des Loopings ist beim Ausflug wieder zu wiederholen. Aus der Vertikalen fliegt man nun so weit nach oben, wie es für das jeweilige Programm oder persönlichen Wünsche Sinn macht, um dann am obersten Punkt langsam den Ausschlag des Gasknüppels zu reduzieren. Kurz bevor der Flieger zum Stillstand, dem sogenannten Torken, kommt, muss man ihn mit einem Seitenruderausschlag und einem kurzen Gasstoß dazu bewegen, um eine Fläche herumzukippen. Jetzt fliegt man nun wieder senkrecht nach unten und zieht in sinnvoller Höhe am Höhenruderknüppel, sodass man mit derselben Höhe und Looping-Radius wieder in die Horizontale kommt. Das war auch schon der ganze Turn. Hier gilt natürlich wie überall die Devise, Übung macht den Meister. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, einen Kommentar oder ein Abo sehr freuen. Falls ihr die Basics bereits könnt und weiter ins 3D-Fliegen einsteigen wollt, könnt ihr gerne bei Alex und Tim von den 3D-Bros vorbeischauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!